Hallihallo meine Lieben, ich melde mich auch endlich mal wieder bei euch. Ich gebe euch jetzt mal wieder einen kurzen Einblick, wie es so bei mir momentan aussieht mit meiner Diät und wie es so läuft mit Ernährung, Training etc. Ich wollte euch ja wirklich super gerne regelmäßig da auf dem Laufenden halten, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich schaffe es einfach zeitlich nicht. Und zwar, wie viele von euch wissen, bin ich ja selbstständig als Fitness- und Ernährungscoach, mache das Ganze auch online und halt gerade jetzt zu Beginn des Jahres habe ich einfach unfassbar viel zu tun, was mich natürlich sehr freut, weil viele Mädels, aber auch Männer sind bereit, endlich was für ihre Traumfigur zu tun und haben sich an mich gewandt und ja eben die guten Vorsätze fürs neue Jahr. Und dadurch habe ich einfach so unfassbar viel zu tun, dass ich gar nicht weiß, wann ich dann noch YouTube unterbringen soll. Dazu kommt dann natürlich das viele Training, Cardio, da bleibt dann echt keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Momentan sieht es so aus, dass ich 5 bis 6 Mal die Woche mein Krafttraining durchziehe und dann noch 5 Stunden zusätzlich die Woche Cardio mache. Das mache ich meistens morgens. Ich nehme dann nur vorher ein paar EAAs oder einen ganz klitzekleinen Shake und stelle mich dann direkt meistens hier bei uns zu Hause auf den Crosstrainer. Ist einfach total praktisch, zum einen, wenn man es dann schon hinter sich hat und das Cardio nicht noch hinterher ans Krafttraining anhängen muss. Und es ist auch effektiver. Also wenn ihr quasi da mit fast nüchternem Magen reingeht ins Cardio, bringt das auf jeden Fall mehr, als wenn ihr dann da euer Krafttraining durchgezogen habt, 1,5 Stunden oder was, und dann noch 1 Stunde Cardio dran macht, dann ist der Tank halt echt schon so gut wie leer. Deswegen mache ich es am liebsten so, auch wenn ich das Cardio natürlich echt verfluche, ne? Also Spaß ist irgendwie anders, obwohl man auch sagen muss, wenn man es dann hinter sich hat, fühlt man sich echt richtig gut und ist dann auch fit für den Tag und ja, freut sich dann darauf, dass man abends dann nur noch pumpen muss. Und das macht halt ja natürlich nach wie vor auf jeden Fall Spaß, auch wenn die Kraft mitunter schon ein bisschen langsam nachlässt. Aber es ist kein Vergleich zur letzten Diät, wo ich irgendwie hinterher nur noch Schulterdrücken mit 2 Kilo machen konnte, da hatte ich überhaupt keine Kraft mehr. Bis jetzt ist es okay, also ich würde sagen, ich bin so durchschnittlich noch bei 85% meiner Gewichte, würde ich schon sagen, ne, bei manchen Übungen mehr, bei anderen weniger. Zum Beispiel Schulterdrücken mal echt, also mag ich nicht, aber na, ich mache es natürlich trotzdem, da bin ich auf jeden Fall jetzt auch schon ein bisschen schwächer geworden, aber es ist okay. Also es hält sich alles noch in Grenzen. So, jetzt habe ich erstmal damit lang genug gelabert. Ach nee, es wäre natürlich auch interessant für euch zu wissen, was ich bisher so getan hat. Also ich bin jetzt, ich glaube, in der 17. Woche meiner Diät. Es hat sich auf jeden Fall sehr, sehr viel getan. Ich habe mittlerweile über 8 Kilo abgenommen. Man sieht es auch optisch definitiv. Ich werde auch schon von einigen angesprochen, dass ich im Gesicht schmaler geworden bin, was mich wirklich sehr freut, weil ich fand zum Schluss wirklich mein Gesicht, das sah aus wie ein einziger Pfannkuchen. Ich habe eh so ein rundes Gesicht und deswegen war es wirklich so. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden mit den Fortschritten. Klar, man ist immer ungeduldig und man muss auch echt dazu sagen, dass einem da gerade so die Gedanken öfter so ein Schnippchen spielen. Also Training und Ernährung ist zwar auf jeden Fall auch hart, das alles so durchzuziehen, aber es ist okay. Das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist diese Stimme im Kopf, die dir immer sagt, du schaffst das nicht, die Zeit ist zu kurz. Weißt du, ich muss einfach, ich ziehe es einfach durch und entweder reicht es am Ende oder nicht. Ich versuche mich dann nicht mal so verrückt zu machen und reinzusteigern, weil das bringt ja eh nichts. Deswegen, ich ziehe es einfach durch. Nicht so viele negative Gedanken, denn, das ist auch ganz, ganz wichtig, nicht nur jetzt an meiner Wettkampfvorbereitung, sondern auch für euch, wenn ihr einfach für euch zum Beispiel für den Sommer oder so abnehmen möchtet, wenn ihr euch da so sehr reinsteigert und so einen Druck macht, stresst ihr euren Körper damit unfassbar doll und Stress ist wirklich das Schlimmste, was ihr eurem Körper da antun könnt. Also Stress wirkt wirklich total schlecht für den Muskelaufbau und Fettabbau und kann das Ganze wirklich richtig hemmen.
Also wenn ihr euch da, egal ob es jetzt Stress ist, wirklich, das, weil ihr euch damit so einen Druck macht oder Stress, weil ihr wenig schlaft oder Stress bei der Arbeit oder was auch immer, ist tödlich für euer Ziel. Also kann ich euch da nur raten, versucht alle Stressfaktoren so gut es geht irgendwie zu minimieren. Das versuche ich jetzt halt auch, weil natürlich habe ich immer noch viel Stress, ich habe viel Arbeit, viel Training, alles drum und dran. Aber wenn ich mir da jetzt noch mit so einem Stress mache und mich vom Kopf her so verrückt mache, das macht es halt einfach nicht besser. Deswegen easy, also was heißt easy, ich ziehe es natürlich trotzdem hart durch, aber versuche es ein bisschen leichter von den Gedanken her zu sehen. So, ja, eine Wettkampfdiät ist halt leider kein Zuckerschlecken. Das muss auch jedem bewusst sein, der sich da ja, vielleicht überlegt, auch mal sowas zu machen. Das ist kein Spaziergang. Gerade die letzten Wochen, es wird halt immer härter. Ja, natürlich ist es auch von Mensch zu Mensch verschieden, aber leicht ist es sicherlich nicht. So, jetzt habe ich aber genug gelabert. Ich werde jetzt gleich ins Training gehen und zwar nämlich mit der lieben Vroni. Die Vroni ist die Gewinnerin und Vizegewinnerin der NRW-Meisterschaft vom letzten Jahr. Nämlich genau der Wettkampf, wo ich auch mitmachen werde und exakt dieselbe Klasse. Also wir sind quasi gleich groß und ja, kommen beide aus NRW, deswegen ist sie prinzipiell meine direkte Konkurrentin, aber sie macht dieses Frühjahr nicht mit. Gut für mich, denn sie hat echt eine Bombenform auf jeden Fall. Ja, aber wir werden uns jetzt gleich mal zum Training treffen, ein bisschen quatschen und da nehme ich euch auf jeden Fall auch mit. So, und um euch jetzt nochmal kurz zu zeigen, auf welchen Wettkampf ich mich eigentlich vorbereite. Also es sind jetzt im Frühjahr zwei Wettkämpfe. Zum einen ja die NRW-Meisterschaft am 5. Mai, aber auch wenn es klappen sollte, dann der Miss FIBO Power Beauty Wettkampf auf der FIBO, auf der Messe. Am FIBO-Samstag, wo ihr natürlich auch gerne zuschauen gucken könnt. Also es ist komplett öffentlich, da kann jeder zuschauen. Allerdings muss man sich dafür ja bewerben, hatte ich euch ja, glaube ich, schon mal erzählt. Also das Voting ist jetzt gerade am Laufen. Und von allen Bewerberinnen dürfen aus den Kategorien einmal Newcomer und einmal Amateur, was dann meine Klasse wäre, dürfen pro Kategorie 10 Mädels teilnehmen. Jeweils 6 davon werden ja über die meisten Online-Stimmen quasi ausgelost. Also es kann jetzt den ganzen Februar über gevotet werden für die Favoriten und die mit den meisten Stimmen sind dann auf jeden Fall dabei. Ich zeige euch das mal. So, genau, hier läuft online die Abstimmung und hier seht ihr alle Teilnehmerinnen. Das Gute ist, weil mein Nachname mit A beginnt, bin ich direkt hier. Ich vote natürlich auch mal fleißig für mich. So, dann einmal runterscrollen, da seht ihr die ganzen Teilnehmerinnen, das sind echt viele. So, jetzt kann ich hier meine Daten einmal ganz schnell eingeben. So, zack. Und fertig. Also ich habe jetzt hier innerhalb von 5 Sekunden abgestimmt und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen. Ups, das machen wir wieder. So, ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr mich dabei auch fleißig unterstützt, denn jede Stimme zählt. Ich packe euch den Link, wo ihr abstimmen könnt, mal hier unten in die Infobox rein. Und genau, es sind jetzt ja noch einige Tage im Februar. Also ihr könnt täglich abstimmen. Und ja, wie gesagt, jede Stimme zählt und würde mich wahnsinnig freuen, weil es wäre echt richtig geil, da einmal bei der FIBO auf der Bühne stehen zu dürfen. Ja, und natürlich nochmal vielen, vielen, vielen Dank an alle, die da auch immer fleißig für mich schon gevotet haben. Ja, ich bin euch wirklich unfassbar, unfassbar dankbar. Oh Gott, ich bin auch ein bisschen durch, egal. Nimmt das schon auf? Ja. Okay. Hallihallo, Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen bei uns im Video. Ich habe jetzt mal eben den Kanal-Overtake hier gemacht, so ganz kurz. Ich bin heute im Training mit der lieben Vroni, die mir jetzt auch nochmal netterweise ein paar Posing-Tipps gibt, weil ich auch ein Posing-Tipp habe. Ach komm schon. Ist so. Und danach trainieren wir den Rücken. Und ich freue mich schon. Jetzt gucken wir uns mal an, was ich der lieben Nina schon zeigen konnte. Also viel Spaß euch. Ja. Den Ellenbogen ein bisschen weiter vor. Gut. Schön. Zeitpose bitte. Ja, schön. Guck, dass du deinen oberen Po angespannt bekommst und den Beinbeuger. Schön. Bitte Rückpose.
Beinbeuger, Innenseite. Okay. Und Seitpose. Schön. Und die Frontpose. Schön, und sag uns tschüss. Geil. Variante.
Ja. Ja, war auf jeden Fall sehr schön. Ja, hat voll Spaß gemacht. Und ja, vielleicht in der nächsten Zeit komme ich mal wieder vorbei und dann kommen wir nochmal trainieren. Hm? Ja, sehr gerne. Ja, machen wir. So, ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen nach dem Training. Das war auf jeden Fall ein richtig cooles Training, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, Larry möchte auch was sagen. Hallo? Hallo? Ja, also was ich sagen wollte, ich bin jetzt hier gerade am Essen kochen, deswegen ein bisschen Hintergrundgeräusche. Es gibt Reis und Gemüse mit Eiklang. Genau, ich wollte sagen, war auf jeden Fall total cool, hat total Spaß gemacht mit der Bruni und es war halt auch einfach mal schön, mit jemandem Gleichgesinntes quasi trainieren, also der einen wirklich genau versteht, was man da wettkampfmäßig durchmacht und worauf es ankommt. Und sie konnte mir vor allem auch beim Posing noch ein paar wertvolle Tipps mitgeben. Ja, war auf jeden Fall sehr, sehr cool und hat echt Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Endlich gab es mal wieder eins. Ja, ich versuche das jetzt auch wieder häufiger zu machen, aber wie gesagt, zeitlich, keine Ahnung, wann, wie, wo, was. Ja. Gebt mir gerne ein Feedback, wie ihr das Video fandet und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie wie immer gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten freue ich mich, wie gesagt, wenn ihr für mich votet für die FIBO. Der Link steht hier unten in der Infobox. Könnt dann auch gerne mal bei der Brody vorbeischauen, steht auch alles unten drin. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Danke fürs Zuschauen, bis bald!